Ja, ich sage auch allen hier Anwesenden von mir aus ein herzliches Grüß Gott und schön, dass Sie da sind. Im wahrsten Sinne des Wortes hat mich der Herr Eichner auf der Straße angesprochen. Er war bei seiner Arbeit und hat eine junge Frau, die im Walburgisstift ihren Dienst tut, gerade betreut, und ich ging etwas rosenkranzbetend spazieren auf dem Jakobsberg, und er hat mich angesprochen, mich gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und ich habe ganz spontan Ja gesagt. Und warum, das möchte ich in zwei, drei Sätzen sagen. Ich habe mich seit meiner frühesten Jugend immer im Behindertenbereich ehrenamtlich engagiert. Und ich halte diese Aufgabe für sehr, sehr wichtig, aus verschiedenen Gründen. Einmal um der Behinderten willen. Menschen, die eine Behinderung haben, verdienen genauso Respekt, Anerkennung, Hochachtung und Wertschätzung wie alle anderen. Das ist wichtig, dass wir das in unserer Gesellschaft hochhalten. Und deshalb sind Institutionen, Initiativen wie Lebenshilfe oder wie immer sie heißen, ganz, ganz wichtig. Ohne diese würde unsere Gesellschaft in einen inhumanen Zustand abrutschen. Das darf nicht sein. Vielen Dank, dass Sie das verhindern und da Ihr Bestes für unsere Gesellschaft geben. Das Zweite. Familien, die behinderte Kinder oder auch Ältere haben, die sind belastet und sie müssen Entlastung erfahren. Ich möchte aber den Familien ganz herzlich danken, dass sie behinderte Menschen, jung und alt, annehmen, sich um sie sorgen und sie auch als eine oder einer von ihnen anerkennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Familie ist immer die Grundlage von Leben, von glücklichem und zufriedenem Leben. Und wenn die Familien das leisten, dann ist das ganz, ganz wichtig, anerkennenswert und gut. Und ich möchte den Familien danken, dass sie diese auch Last tragen und ihnen dabei von Institutionen wie Lebenshilfe Hilfe zuteil wird. Und ein drittes. Ich selber, und deshalb bin ich dankbar, und deshalb habe ich auch so spontan zugesagt, ich selber habe gerade durch meine ehrenamtliche Tätigkeit mit Behinderten sehr, sehr viel lebenswert Erfahrung. Menschen mit Behinderungen haben viele Eigenschaften, die uns im Alltag des Lebens, uns sogenannten Unbehinderten, abgehen. Diese Schlichtheit im Umgang miteinander und mit anderen, diese Ehrlichkeit, dass auch herzlich sich freuen können über etwas, auch das herzlich herschenken können, auch wenn es kleine Dinge sind, ohne gleich den Hintergedanken, was bekomme ich dafür. Das sind solche großen Werte, die uns leider Gottes oft im Alltagsleben verloren gehen. Von daher ist der gute, echte Umgang mit Behinderten auch eine ganz, ganz große Bereicherung für jeden, der das erfährt. Und ich hoffe, dass es auch viele von Ihnen erfahren und das als Bereicherung für Ihr Leben erkennen und auch anerkennen. Und ein letztes, ich möchte auch den Betrieben danken. Durch meine Tätigkeit, die jetzt schon eigentlich 35 Jahre währt, weiß ich, dass es nicht einfach ist, junge Menschen in
ihren normalen Betrieb einzugliedern. Das ist nicht einfach. Und wenn sie es trotzdem tun, dann erfordert das von ihnen Zusatzarbeit, auch größere Sensibilität, auch immer nochmal hinschauen, nochmal erklären. Das erfordert Einsatz. Aber sie tun damit für die Behinderten, für deren Familien, auch für die Institutionen, die Behinderte betreuen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und deshalb möchte ich auch Ihnen von ganzem Herzen danken. Schlussendlich bleiben wir in unserer Sorge für die Behinderten wach. Niemals mehr dürfen Behinderte aus unserer Gesellschaft so ausgegliedert werden, wie wir es in schlimmen Zeiten in unserem Vaterland erlebt haben. Zeiten, die in eine solche Inhumanität abgerutscht sind, dass wir uns heute eigentlich dafür schämen und zu Recht. Und erkennen wir immer wieder, welch großen Wert auch Behinderte für uns alle haben. Wer sich um Behinderte kümmert, echt, ehrlich, sensibel, der wird selber beschenkt. Und das wünsche ich Ihnen allen und uns allen. Dankeschön.